Wenn man ein Gleichungssystem hat, also ein System von mehreren Gleichungen, dann gibt es das Gleichsetzungsverfahren, das einem hilft, diese Gleichungen oder dieses Gleichungssystem aufzulösen. Und das erkläre ich anhand von einem Beispiel am allerbesten. Gehen wir mal davon aus, wir haben folgendes Gleichungssystem gegeben. Also x plus 2y gleich 30 und als zweite Gleichung x minus y gleich 12. Also das ist unser Gleichungssystem. Wir sollen also eine Zahl finden oder Zahlen für x und y finden, die beide Gleichungen erfüllen. Also für das x, das wir finden, und das y muss jeweils gelten x plus 2y gleich 30, aber auch x minus y gleich 12. Und das Gleichsetzungsverfahren funktioniert jetzt so, dass ich jede Gleichung für sich nach einer Variablen auflöse, zum Beispiel hier oben nach x, und diese andere Gleichung dann nach der gleichen Variablen auflöse. Also wenn ich oben die Gleichung nach x auflöse, muss ich unten die Gleichung ebenfalls nach x auflösen. Und das machen wir jetzt erstmal. Wie es dann weitergeht, kommt danach. Also man löst beide Gleichungen nach derselben Variablen auf. Hier bietet sich jetzt x an. Also damit da sowas steht wie x gleich irgendwas, stört mich ja hier dieses 2y, also bringe ich das auf die rechte Seite, indem ich minus 2y rechne. Und dann bekomme ich für die erste Gleichung x gleich 30 minus 2y. Bei der zweiten Gleichung stört mich, damit es x alleine steht, noch das minus y. Damit ich das nach rechts bringen kann, muss ich plus y rechnen. Dann bleibt nur noch für die zweite Gleichung x gleich 12 plus y stehen. Auf der rechten Seite. Und das ist jetzt sozusagen mein ungeformtes neues Gleichungssystem, in dem ich jetzt jeweils habe, dass x gleich dem da entspricht und x gleich dem da entspricht. Und jetzt kommt der Name, daher kommt jetzt der Name Gleichsetzungsverfahren. Ich setze jetzt diese beiden rechten Seiten gleich. Denn ich habe ja x gleich x sozusagen. Das ist ja eine wahre Aussage. Und dann habe ich einmal für x diese Umschreibung hier. Also 30 minus 2y. Und auf der anderen Seite habe ich noch eine zweite Information, nämlich dass x gleichzeitig auch 12 plus y entspricht. So, und hier habe ich jetzt eine Gleichung in nur einer Unbekannten, nämlich hier steckt wirklich nur noch y drin. Und das kann ich jetzt nach y auflösen. Machen wir das doch noch. Ich bringe mal alles, was y betrifft, auf die linke Seite. Also muss ich das rechte y hier auch auf die linke Seite bringen. Also mache ich minus y. Da habe ich dann hier jetzt noch stehen. Minus 2y minus y gleich 12. Und die Zahlen bringe ich auf die rechte Seite. Also die 30 hier stört mich. Also rechne ich minus 30. Auf der linken Seite, was übrig bleibt auf der linken Seite, ist minus 2y minus y. Und auf der rechten Seite stehen jetzt die Zahlen 12 plus minus 30. Ich habe ja hier minus 30 gerechnet. So, das kann ich jetzt ausrechnen. Minus 2y minus y sind minus 3y. Gleich 12 minus 30 gleich, also minus 18. Und jetzt löse ich nach y auf, indem ich durch minus 3 teile. Also erhalte ich dann y gleich minus 18 durch minus 3 und das sind 6. Jetzt habe ich also mein y gefunden, für das diese beiden Gleichungen erfüllt sind. Jetzt fehlt nur noch das x. Und da habe ich hier schon praktischerweise nach x aufgelöst. Das heißt, ich muss das y jetzt nur noch in eine dieser beiden Gleichungen einsetzen. Ich wähle jetzt einfach mal die untere, je nachdem, welche halt einfacher ist. Also ich setze das y, das ich hier rausgefunden habe, hier für das y ein. Also laut der Gleichung ist ja x gleich 12 plus y. Und das y, das ich hier rausgefunden habe, ist 6. Also ist mein x gleich 18. Und diese beiden, also y gleich 6 und x gleich 18, die lösen beide Gleichungen. Also wenn ich
18 plus 2 mal 6 rechne, kommt 30 raus. Und wenn ich 18 minus 6 rechne, kommt 12 raus. Und so funktioniert das Gleichsetzungsverfahren. Also ich, nochmal zur Wiederholung, ich löse alle Gleichungen, auch wenn es jetzt noch mehr Gleichungen wären, nach der gleichen Variablen auf und setze diese Gleichung dann gleich. Löse nach y auf oder nach x, je nachdem, wonach ich dann umgestellt habe. Also ich löse nach einer Variablen auf und dann kann ich die andere Variable bestimmen, indem ich das einfach in eine dieser Gleichungen einsetze.